Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio hier mit Bob's Mob Mods. Und letztes Mal habe ich angetönt, dass wir vielleicht uns um persönliche Bauroboter kümmern. Wenn wir uns aber anschauen, was wir, wo sind sie? Hier. Die sind etwas komplexer als in Vanilla. Wir brauchen neben den Fluggestellen noch zwei weitere Komponenten, die zwar nicht allzu komplex sind, aber zumindest die Dioden und die Transistoren sowie die roten Schaltplatinen, die haben wir bisher nur im Zusammenhang mit den roten Schaltkreisen gebaut und wir müssten daher dieses Setup duplizieren. Und wenn wir uns weiter anschauen für die Flugrobotergestelle, brauchen wir Batterien und Elektromotoren, welche Schmiermittelmotoren und Schwefelsäure benötigen, alles Dinge, die wir bisher noch nicht haben. Drum denke ich, heute kümmern wir uns erstmal um die Chemie-Wissenschaftspakete. Das sollte nicht allzu schwer sein, denn irgendwo produzieren wir alle Dinge schon. Wir müssen es nur noch entsprechend zusammenführen. Und dann können wir uns überlegen, wie kommen wir aus dem Chaos, das wir hier angerichtet haben, raus. Denn wir brauchen Bahnhöfe, wir brauchen dedizierte Schmelzen. Denn wenn wir einen Schritt weiterkommen wollen, wird das nicht der Fall sein mit Eisen, Kupfer, Zinn und Quarz plus Stein und Kohle. Wir werden zusätzliche Erze benötigen und dafür fehlt uns einfach hier der Platz, das hier vernünftig zu machen. Aber fangen wir doch erstmal hier oben an mit der Verarbeitung oder der Produktion von den blauen Fläschchen. Wir werden die wahrscheinlich hier oben durchlegen und da unten aufs Band. Sprich, wir müssen hier erst mal etwas Platz schaffen und dann rausfinden, wie die Verhältnisse von den Materialien sind, die wir benötigen. Es sollte nicht allzu schwer sein, wie gesagt, denn wir haben ja praktisch alles irgendwo rumliegen. Wir müssen es nur entweder auf unseren Bus bekommen oder von unserem Bus in die Fertigungsstraße reinbringen. Die Förderbänder sind verlängert und nun haben wir alles anlegen, was wir brauchen, zumindest auf unserem Bus. Nicht ganz sicher, ob wir hier auch genügend Platz haben. Wenn wir uns mal die Rezepte anschauen, werden wir hier ein Band für die oder eine Reihe für die Motoren brauchen, die wir noch nirgends produzieren, und das andere bekommen wir alles vom Band her. Drum denke ich, beginnen wir doch mal mit den Elektromotoren. Die können wir hier hinstellen. Wir brauchen 16 Maschinen davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oder machen wir das vielleicht in Doppelspur?
Nein. Mal, wir brauchen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Denn wir brauchen hier drei Eingänge, einen Ausgang und was ist vielleicht auf diese Art einfacher. Und dann haben wir hier da machen wir Stahl ran und dann können wir hier, wir brauchen zwei für die Rohre und einen für die Zahnräder. Zahnräder sind hier drin. Machen wir so. Und die Zahnräder knicken wir kurz. Und haben wir hier den Eingang. Da brauchen wir lange Arme und dann brauchen wir hier von unten Eisen und schließen wir hier an. Und wieder zu wenig Untergrundbänder. Das ist ein leidiges Thema. Vielleicht sollten wir die Dinger irgendwann mal automatisieren. Aber hier brauchen wir Stahl. So, immer die beiden obersten und einer von den beiden muss lang sein. Sehen wir das bis oben hin. Beide Inputs. Und dann hier machen wir das Output-Band nach unten, denn dann können wir es mit den anderen Input-Bändern vereinigen. Und hier jeder zweite sollte kurz knicken, damit wir eine schöne Verteilung auf dem Band hinbekommen. Um Strom kümmern wir uns später. Und dann hier machen wir den Ausgang. Und hier in der Mitte zwei Eingänge und dann brauchen wir hiervon 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf jeder Seite. Noch einen.
Ausgang. Wahrscheinlich hier muss ich mich nicht um eine schöne Verteilung kümmern, denn wir legen das hier oben zusammen und dann sollte das gut kommen. Eisen. Dann können wir vielleicht ein paar mehr Greifarme rausbekommen, die wir benötigen. So, das ist der Eingang für das. Und natürlich fehlen dann wieder mal die Förderbänder. Dann hier machen wir mal Schwefel ran. Und dann auf der anderen Seite die roten Schaltkreise und die und was war das andere? Sodiumhydroxid. So. Das kommt beides von ziemlich weit unten hier. Und das könnte eine Weile dauern, bis ich da die Materialien zusammen habe, um das Ganze bauen zu können. Alles bis auf den Strom ist angeschlossen. Und wenn wir dann auch noch den Strom anschließen, dann sollten wir sehen, dass wir auch hier die Motoren bekommen. Und mit den Motoren können wir dann auch blaue Fläschchen herstellen. Und hier fehlen noch Greifarme. Ansonsten sieht alles recht gut aus. Die Verhältnisse stimmen, aber wahrscheinlich reicht die Geschwindigkeit der Fließbänder nicht aus, um hier alle Maschinen bedienen zu können. Und den Output, den habe ich hier oben rumgelegt und da geht dann hier an das Band, wo wir unsere Militärforschung schon dran haben, wo wir das vorgesehen haben. Und damit sollten wir dann in der Lage sein, auch die blaue Forschung durchführen zu können. Und wie wir sehen, wir produzieren hier die ersten Fläschchen. Und damit können wir auch das zumindest fürs erste Mal abhaken. Wir werden irgendwann dann mal größere Mengen an den Forschungspaketen brauchen, aber das soll uns zumindest für den Moment nicht stören. Ich hole mir hier lieber mal noch etwas Eisen, damit wir
hier etwas Material haben, um unsere Bahnhöfe planen zu können. Denn wenn wir uns das hier so anschauen, vielleicht auf der Karte, all das, unsere Schmelzen und so, die werden irgendwann mal rauskommen. Aber zuerst müssen wir hier ja mal unsere Erzfelder abarbeiten, ausfördern. Darum denke ich, die ersten Bahnhöfe werden hier so nach unten sein. Können wir hier dann nach oben erweitern. Und hier auf der rechten Seite werden wir wahrscheinlich einen Wartebahnhof haben. Und ich habe noch keine Vorstellung, wie viele Bahnhöfe, wie viele unterschiedliche Materialien wir hier auf der linken Seite brauchen. Wir werden dann auch entweder hier unten oder hier oben zusätzliche Bahnhöfe haben, welche Material auf den Bus zu liefern. Aber wenn wir hier mal das Kohleband nehmen als unsere Begrenzung, dann können wir hier einfach mal die Ausfahrt reinplanen und Inventar ziemlich voll. Und dann brauchen wir hier einen Bahnhof. Bahnhof, dann brauchen wir hier ein solches Signal und wir werden Züge haben, eine Lokomotive und drei Waggons oder vier Waggons, machen wir vier Waggons. Das Ganze muss etwas länger sein. Dann haben wir hier hinten das Lichtsignal am Ende. Und wir wollen eine möglichst schnelle Ausladung haben. Und wir haben zwar die besseren und die schnelleren Greifarme erforscht, aber die brauchen Bronze und Stahl als Dinge, die wir momentan nicht haben. Drum machen wir das einfach mal so und die Ausladung, die können wir dann später verbessern, wenn wir bessere Materialien haben, hoffentlich auch mit Robotern, denn dann können wir einfach einen Upgrade-Planer drüberlegen und die Roboter erledigen das Ganze für uns. Hier die Ausladung wollen wir möglichst schnell machen. Das heißt, wir laden hier erstmal in Pufferkisten und von den Pufferkisten dann auf die Förderbänder und das heißt,
Wir bekommen auf jeder Seite 4 Förderbänder raus und je nach Material brauchen wir 4 Outputbänder oder weniger. Möglicherweise. Nein, ich denke 4 genügen, denn wir werden die Materialien, die wir in großer Menge brauchen, dann auch irgendwo anders noch herstellen und die dann hier von der Seite mit auf den Bus legen. Und selbiges können wir machen, wenn uns beispielsweise unsere 4 Bänder Eisen irgendwo ausgehen, dann machen wir hier auf der Seite einfach nochmals einen Bahnhof für Eisenplatten hin und dieser kann dann unsere Bänder wieder befüllen. Das zumindest der Plan. Gut, hier hinten, wenn wir mal annehmen, das dürfte so etwa die Mitte sein. Dann kommt hier hinten irgendwo unser Wartebahnhof hin. Und da müssen wir natürlich sicherstellen, dass auch Züge weiter nach unten müssen, dass die da reinkommen können. Das heißt, hier der Bahnhof wird wahrscheinlich etwas zurückversetzt sein. Oder wir machen den nicht horizontal, sondern diagonal. Und wir können das sogar auf so eine Art machen, dass wir einen Wartebahnhof diagonal hier nach unten haben und einen diagonal nach oben und die sich dann quasi überkreuzen, sodass die Bahnhöfe hier oben ihre Wartehaltestelle hier unten haben und umgekehrt. Und all das dürfte ein Projekt sein für eine künftige Folge, denn mir fehlen hier einiges an Materialien, um hier den ersten Bahnhof vernünftig fertigzustellen, so dass wir quasi ein Template haben, eine Vorlage, nachdem wir alle anderen Bahnhöfe dann auch bauen können. Also, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns schon bald wieder in der nächsten Folge. Also, bis dann und tschüss!